Ich zeige dir die 5 besten Kettlebell-Übungen, mit welchen du deinen Rücken trainieren kannst. Schauen wir uns das mal an. Grüezi miteinander, Gregory Gemayli von Lebestark hier. Ich glaube, dass gesund abnehmen, ein gutes Selbstwertgefühl und ein ästhetischer Körper auf natürliche Art und Weise möglich ist. Und auf diesem Channel möchte ich dir mit fundiertem Wissen über Krafttraining und Ernährung helfen, diese Ziele zu erreichen. Wenn du das erste Mal einschaltest, zieh es in Betracht, unseren Channel zu abonnieren. Normalerweise trainieren wir ja den gesamten Körper mit der Kettlebell, mit zum Beispiel dem Clean and Press, mit dem Snatch und so weiter. Aber es gibt ein paar gute Übungen, die ich dir gerne zeigen kann, mit welchen du isoliert deinen Rücken trainieren kannst. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die erste Übung anschauen, wäre das die Kettlebell Row. Zu dieser Übung haben wir 3 Varianten. Du machst einen großen Ausfallschritt mit links, dann stützt du dich mit dem linken Arm auf deinem linken Bein und beim Ausfallschritt musst du immer darauf achten, dass du hier den Fuß nicht ausgedreht hast, sondern hier, ich bin ja auf den Zehenspitzen auf dem rechten Fuß, Standbein ist links. Jetzt habe ich einen geraden Körper, Oberkörper und jetzt ziehe ich die Kettlebell nach oben. Und down. Up. Und down. Up. Und down. Andere Seite. Großer Ausfallschritt. Rechtes Standbein und pull up. Und down. Back up und down, back up und down. Und hier ist einfach wichtig, dass du deinen Ellbogen nah am Oberkörper entlang ziehst und hier richtig nach hinten drückst, damit du deinen Rücken gut spüren kannst. Und dann gibt es diese Variante natürlich mit 2 Kettlebells, die Double Hand Row. Und hier gehst du in eine leichte Hinge, Oberkörper nach vorne, Bauch gespannt und down, back up. Down, back up, down, back up, down. Und das wäre die Double Hand Kettlebell Row. Dann gibt es noch eine schwere Variante, die noch ein bisschen deinen Rumpf mit einbezieht. Und das ist die Renegade Row. Die sieht so aus, du platzierst die Kettlebell auf dem Boden. Dann bist du hier in der Plank und dann geht's los. Pull up. Down, pull up, down, pull up, down, pull up, down. Und wenn du hier ein Superset trainieren möchtest, als Bonus-Tipp kannst du hier Push-Up und Rücken. Push-Up für die Brust und Row für den Rücken. Und das wäre die Renegade Row. Und dann haben wir die Kettlebell Shrugs. Das ist die gleiche Übung wie mit der Kurzhantel, welche du hier dein Trapez gezielt trainieren kannst. Pull up und down. Und hier machst du diese Keine-Ahnung-Übung. Up und down. Und du ziehst deine Schulterblätter nach oben. Back down. Schulterblätter nach oben. Back down. Richtig weit. Pull up. Back down, pull up, back down. Und wenn du noch auf der Suche nach spezifischen Übungen für das Trapez an sich bist, dann kannst du gerne diesen Link abchecken, wo du noch ein paar detailliertere Übungen für dein Trapez findest. Dann haben wir Übung Nummer 3, das ist der Kettlebell Pullover. Mit dieser Übung kannst du wirklich sehr gut isoliert deinen Rücken trainieren. Und du kannst es entweder auf dem Boden machen oder auf einer Bench. Wir machen es jetzt auf dem Boden. Du schnappst dir die Kettlebell, platzierst sie hinter deinem Kopf und jetzt ist wichtig, mit einem kleinen Trick kannst du entweder deinen Rücken, okay, ansteuern oder deine Brust. Du kennst sicher die Pullover nach vorne, vielleicht hast du auch schon gehört, ja, es ist entweder Brust- oder Rückenübung, es ist eigentlich beides. Es kommt darauf an, wie du deine Schulter rotierst. Das bedeutet, wenn wir die Kettlebell hier hinten haben, jetzt mache ich eine externe Rotation mit meinen Schultern. Das bedeutet, denk an deine Ellbogen, die möchtest du zusammendrücken. Zusammendrücken und jetzt pull up. Back down. Aufsetzen, Ellbogen zusammendrücken, pull up, back down. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch wieder ein Superset machen möchtest, wo du jetzt gleich die Brust anpeilst, dann möchtest du die Ellbogen ausdrehen. Interne Rotation der Brust, Ellbogen ausdrehen, back down, back up. Und dann kannst du wieder ein Superset machen, 2 Fliegen mit deiner Klappe schlagen, Brust und Rücken gleichzeitig trainieren. Eine weitere Übung wären die Kettlebell Good Mornings. Und hier
Musst du auch ein bisschen aufpassen, dass du die Kettlebell hier nicht auf deinem Hals deponierst, sondern zwischen deinen Schulterblättern. Wir machen das so, wir schnappen die Kettlebell, legen sie hier zwischen die Schulterblätter, sodass sie angenehm liegt und ich drücke meine Schultern zusammen. Ich stehe gerade und jetzt schau, ich komme nach vorne, leichte Hinge. Back up. Du spürst hier wahrscheinlich noch einen Stretch auf deinen Hamstrings. Ist ganz normal, wenn wir die Hüfte nach hinten bewegen. Aber grundsätzlich möchtest du den Rumpf anspannen und mit der Kraft deines unteren Rückens möchten wir die Kettlebell nach oben bewegen. Und hier musst du aufpassen, dass du hier nicht eine Flexion deiner Wirbelsäule machst, sondern dass du hier wirklich pfeilgerade nach unten kommst. Die Hinge. Back up. Und für die letzte Übung ist natürlich die Königsübung der Deadlift, die du auch mit einer Kettlebell ausführen kannst. Dabei würde ich aber darauf achten, dass du eine schwerere Kettlebell nutzt, weil du natürlich beim Deadlift fast 60-70% deines Körpers nutzt und hast du sehr viel Power. Und mit der 16 Kilo wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Wenn du mit der Technik noch ein bisschen unsicher bist, dann natürlich mit weniger Gewicht anfangen. Aber wenn du sicher bist, dann schnappst du dir eine schwere Kettlebell und hier haben wir eine 32er. Wie sieht das aus? Wir kommen in die Hinge, Arme nach unten, Schulter nach hinten, Bauch gespannt, Blick nach unten und Bauch spannen, Hüfte nach vorne drücken, back down, Schulter nach hinten, Spannung auf dem Rücken geben, back down. Und das ist ganz wichtig, dass du hier zuerst einmal nicht parallel zum Boden bist, weil wenn du von hier jetzt die Kettlebell nach oben nimmst, wie wir jetzt bei den Good Mornings gesehen haben, hast du den ganzen Druck hier unten. Deshalb benutzen wir die Beine ein bisschen mehr, wollen wir das Gewicht ein bisschen verlagern, indem wir hier die Knie ein bisschen mehr beugen. Jetzt siehst du, mein Rücken hat diese 45 Grad Winkelhaltung und von hier ist wichtig, der Blick ist unten. Nicht das hier, das ist das sogenannte Broken Neck Syndrom, sondern du schaust nach unten und jetzt machst du deinen Rücken fest, deinen großen Rückenmuskel. Tack, Schulterblätter nach hinten, up, back down. Wenn du deine Schultern fest machst, hier, bin ich kompakt, mit dem Latt, boom. Schulter nach hinten, back down. Das war's mit den 5 besten Kettlebell-Übungen für deinen Rücken. Welche Übung hat dir am besten gefallen? Und gibt es vielleicht noch eine Übung, die du kennst, die du oft mit der Kettlebell machst und die jetzt nicht hier aufgeführt wurde? Dann schreib es in die Comments. Danke dir fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick auf den Like-Button, abonniere unseren YouTube-Channel und vergiss das Glocken-Icon nicht, damit du über jedes neue Video informiert wirst. Wenn du mehr über Kettlebells für Anfänger lernen möchtest, dann klicke die Playlist hier. Mehr Videos von Lebe Stark und den Channel abonnieren kannst du hier. Bis zum nächsten Mal. Peace out.